Denn, würde ich mal sagen, auf, ab in den Süden. Kalani, ich hoffe, du kannst mir vergeben. Aber ich verstehe, wenn du mich hier zurücklässt. Ich verdiene die Stadt des Lichts nicht. Ich verdiene dich nicht. Sollten wir nicht langsam wieder runter? Nö. Ging jetzt in den Himmel. Dann müssen wir jetzt wirklich nach unten. Nee, sieht nicht so aus, als wenn wir nach unten müssen. Krass. Wir nach unten? Oh wow, tatsächlich. Ich sehe nichts. Aber der Song ist cool. Oh Gott, wir sind irgendwo entgegengeflogen. Da fliegen wir jetzt durch. Oh, Mist daneben. Weitere Vögel. Seid ihr für Viecher? Ach, ich euch kann ich nicht. Okay. Ach, schade, so wie es aussieht, fehlt uns tatsächlich ein legendäres Tier. Passt aus, als wäre es jetzt das Ende. Oh Gott. Ist nur randaliert. Vor uns, das sieht aus wie ein Flüsterstein. Ist das...
Ich erinnere mich. Hier habe ich dich beigesetzt. Du hast nie an dieses Ritual geglaubt, Kalani. Aber mir hat es viel bedeutet. Kalani, jetzt wird mir klar, was du mir mit all dem sagen wolltest. Warum du mich hergebracht hast. Ich lag so falsch mit allem. Schon immer. Du warst es nicht, die in die Stadt des Lichts geleitet werden musste. Ich war es. Ich bin die verglühte Seele. Siehst du das? Weißt du, was das heißt? Das ist die Stadt des Lichts. Sie muss es sein. Hinein? Hast was Episches verpasst. Epische Musik. Oh, ja, die habe ich nicht gehört. Ja, du musst es in der Küche randalieren. Ja. Oh, jetzt komm! Jetzt erinnere ich mich. Neuer Erfolg. Na denn? Ich bin am Essen, Björnji. Ich habe keine Ahnung. Ach, oh, untersuchen. Ich nehme noch was mit. Ein Amulett. Das von ihm. Tap, 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 tap. Sieht nicht gerade näher. Sieht aus wie Ägypten. Hüpf. Hüpf. Komm schon, wir sind fast da. Fast da, das nähert sich nicht mal. Die Stadt des Lichts, ich kann es nicht glauben. Doch, jetzt kommt's näher. Durch die Pforten, komm! Mein Leben lang habe ich auf diesen Moment gewartet. Dieser Moment, wenn der Wolf eigentlich gar nichts ist, aber von dem die ganze Zeit nur zugeschwatzt wurde. Ja. Ich glaube immer noch, dass der kleine Wolf der große Wolf ist. So, und jetzt heißt es an der Tür, nope. Du darfst nicht rein. Der Wolf schon, der ist cool, aber du nicht. Obwohl, man kann da durchdingsen. Nice. Nein! Oh, shit. Halt! Was ist geschehen? War das nicht die Stadt des Lichts? Ich verstehe nicht. Vielleicht war es nie... Einfach verarscht. Vielleicht gibt es so etwas einfach nicht. Vielleicht war diese ganze Idee... Ich brauche sie eigentlich gar nicht. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass du und ich alles ist, was ich je gebraucht habe. Was? Ding. Kalani? Aber ich... Liebe.
Wolf. Jetzt seid ihr zu einem legendären Wolf. Das wäre cool. Ich danke dir. Jetzt wird der Wolf einfach im Wasser gelassen. Ja. Jetzt kannst du weiter schlafen. Wie der einfach mal im Wasser da stehen gelassen wird. Sonne. Tempel der Sonne. Jetzt haben wir's. Wenn wir verbrannt. Nee, wir haben zum Keks. Nichts. Moon Eye. Cool. Ich muss echt sagen, die Story ist geil. Sehr traurig, aber geil. Skies once again. Believe in your destiny's hand. Then fly to the skies from your land. The land that you roam in times gone and far. The land that you Warum haut er jetzt noch so ein trauriges Lied hinterher? Ja. Du hättest davor da sein müssen, wo du am... Ja, dann hätte ich ja richtig geheult. Natürlich. Die Musik war richtig cool. Wenn ich Escape drücke. Checkpoint, Kapitel, laden. Aber hier Soundtrack technisch top. Nice. Was ich noch krass finde, ist, dass ja schon ewig her sein muss, wenn alle einfach weg sind. Ja, muss bestimmt ein paar hunderte Jahre her sein. Aber ein paar hunderte kann ja nicht stimmen, weil der Wolf ist ja ausgewachsen. Ich kann mir echt vorstellen, dass der kleine Babywolf dieser Wolf jetzt gewesen ist. Also höchstens, keine Ahnung, vielleicht 8 Jahre?
oder 6 Jahre. Aber dann wäre ja die Brücke nicht komplett weggefallen und so. Ja, stimmt auch wieder. Die ganzen Häuser sind mega zerfallen, also das müsste länger sein. Vielleicht ist es ja irgendwie ein Kind von einem Kind, von einem Kind, von einem Kind. So gesagt, die Seele von dem damaligen Wolf. Sozusagen. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Von einem Entwicklerteam aus Deutschland. Sehr cool gemacht, auf jeden Fall. Und was interessant ist, die ganzen Namen, die jetzt eingezeichnet sind, sind, glaube ich, die Unterstützer. Die es, glaube ich, bei Kickstarter gab. Die haben alle unterstützt. Glaube ich zumindest, wenn ich das richtig gerade ganz, ganz oben gelesen habe. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Aber mega viele, die unterstützt haben. Aber verständlich. Das Ding ist, war ja auch richtig gut. Und alleine die Story. Bei den meisten Spielen ist ja so, dass die Story nicht so berauschend ist. So gesagt, das Spiel ist geil, aber die Story ist mittelmäßig. Aber hier muss ich sagen, die Story perfekt. Die war schon sehr cool. Vor allen Dingen, dass es doch der Vater war und nicht der König, aber habe ich mir schon fast irgendwie gedenken können, dass es der Vater war. Dass er es trotzdem nicht gemerkt hat. Und dass er das eigentlich ist. Ja gut, wir sind erst bei P. P ist, glaube ich, fast am Ende, oder? Schon. Wir warten noch ein bisschen. Jo. Ach. Oh, Pfefferkorn. Ah. Oh Gott. Aber ich würde mal sagen, werde ich trotzdem mal hier mich schon mal verabschieden. Ich denke mal, das werde ich wieder auf YouTube dann wieder hochladen. Wann es rauskommt, weiß ich nicht. Im Moment haben wir schon so viele Sachen auf YouTube drauf. Mal sehen. Auf jeden Fall sage ich schon mal hier Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüssi. Ja, und wie es heute weitergehen wird, ich denke mal wieder Pokémon, oder? Ja. Mal schauen, ob wir da wieder einen Orden kriegen. Ah, da oben war Scary Fox. Moon Eye Studios. Kommt jetzt noch was Besonderes? Vielleicht. Belohnung. Bis zum Ende des Dinges angeguckt. War einfach nur schwarz. Schwarz Bildschirm. Ganzen Wochenende über. Okay. Ja, dann sage ich auch mal. Ah, lade. Ah ja, jetzt sind wir wieder im Hauptmenü. Ja, gut. Dann würde ich auch sagen, für den Stream hier machen wir auch mal Feierabend, bis es weitergeht mit Pokémon. Dann sage ich mal hier, Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüssi.